Nun, eine Idee wäre, dass wir uns eine gut zu verteidigende Position suchen und dann das Licht machen und hoffen, dass wir sie hinreichend abschrecken können, bis das Schiff hier ist. Laut meinen Karten sind wir noch 40 Meilen entfernt, Mann, dass niemand sehen. Ihr verlasst euch auf eure Meerskünste. Dass ich kann, ja. Die alternative Variante wäre tatsächlich, erst einmal weiter in das Ufer hochzuwandern, aber dies könnte uns noch mehrere Tage kosten. Mindestens. Vorschläge? Könnten wir das Signal geben und uns sofort in Bewegung setzen? Dann würden mögliche Angreifer zu der Stelle kommen und nun ja, ob das Schiff uns das Signal nun gesehen hat oder nicht, es müsste uns ja entgegenkommen. Könnten wir? Frage ans Off, wie ist unsere Fortbewegungsgeschwindigkeit in diesem Sumpfgebiet so? 10 Meilen pro Tag. Schaut mal, wo wir im Moment unterwegs sind, mit den Umwegen, die wir mal wieder gehen müssen, um nicht zu versinken, wenn wir hier das Signal machen, sind wir in einer Stunde vielleicht dort hinten bei der Mangrove. Das ist ziemlich weit, aber nicht weit genug, um nicht gesehen zu werden. Nun, das ist betrüblich. Dann werden wir uns wohl in Bewegung setzen müssen. Und wenn aus dieser Richtung jemand kommt, laufen wir ihm direkt in die Arme. Ich schlage vor, wir suchen einen festen Platz. Aber wenn Karpok sagt, dass das Schiff das Signal von hier aus noch gar nicht sehen kann, dann müssen wir doch mindestens so weit noch laufen, bis sie das Signal empfangen können. Würde da auch auf Karpok Acht geben. Ja, doch, Karpok durchaus. verlässt sich auch nicht auf Avalmirs Zauberei. Aber ihr könnt das Signal hinreichend weit aufsteigen lassen, ja. Nun, er wird etwa ja, 150 Schritte in die Höhe steigen, das Leuchtsignal. Ich weiß nicht, ob es reicht für 40 Meilen. Auch sie sollt. Karpok, habt ihr das Signal beim letzten Mal gesehen? Mit eigenen Augen oder habt ihr geschlafen zu dem Zeitpunkt? Das letzte war aber nur ein kleines Signal, kein Leuchtturm. Sagt Daro aus dem Off. Kapok nicht wissen, aber Kapok sagen, dass von Schiff zu Schiff auf Wasseroberfläche immer 30 Meilen. Wenn du sagen Licht höher, dann ich nicht wissen, Mann. Nun, ein Schiffsmast ist 30, 40 Meter hoch. Das heißt, eine 150 Schritt hohe Lichtkugel. Also das wären 10 Stockwerke. Ja, jedenfalls eine 150 Schritt hohe Lichtkugel ist höher als das. So oder so. Viel höher. Sollte also 40 Meilen weit sichtbar sein. Nun, dann unterschätzt Kapok wohl die Kunst unserer Zauberkundigen. Kann ich Seefahrt würfeln? Wir haben das doch sicherlich schon mal geübt. Nein, habt ihr nicht. Ihr habt maximale Angriffe auf Küstenstreifen gemacht, beispielsweise Helmenport, wo ihr nach 30 Meilen sichtbar wart. Das ist genau das, was ich sage. Wenn ihr von Oberfläche zu Oberfläche irgendwas macht, dann sind das die Horizontlinie. Das sind die 30 Meilen. Aber wenn ihr es, wie gesagt, höher steigen lässt, dann ändert sich das einfach. Das ist wieder Pythagoras. Ja, dann ist es ja wurscht. Das ist eine Rechnenprobe plus 7. Ich würde vorschlagen, wir gehen noch ein ganz Stück weiter nach nördlich, 2 Tage vielleicht. Nein. Hier am Strand lang. Hier ist es nicht ganz so, ja, Wie ist das Gelände dschungelig. am Strand? Gibt es hier einen Strand? Ja, ich habe ihn dir eben einmal gezeigt, den Mangrovenstrand. Ja, genau. Das ist das, was ich befürchtet habe. Ich marschiere da nicht durch. Nicht 2 Tage lang. Das könnt ihr vergessen. Ist doch eigentlich ganz nett. Und mal da könnte man durchgehen und dann da und dann springt man Volltag, dort es ist auf. anstrengend, es dauert ewig. Und wenn wir in einer solchen Wasserfläche aufgegriffen werden, haben wir keine gute Möglichkeit, uns zu verteidigen. Es ist das Schlechteste, was wir tun können. Ich hoffe einfach nur, dass dieser Mann, den wir gefangen genommen haben, das rettet es mal. Wir werden sehen. Ich suche uns einen festen Ort, also einen, wo der Boden ein bisschen fester ist, wo vielleicht irgendwie 2, 3 Mangroven zusammenwachsen, einen, den man verteidigen könnte. Nun, können wir nicht einfach ein Bötchen bauen und an der Küste entlang schippern? Nun, wir können uns sicher ein bisschen Wir Holz haben keine zusammenholen Werkzeuge. und einen Floß improvisieren, aber. Ohne Werkzeug wird das schwierig. Aber, Abelmirman, du bist doch Kapitän und kannst Djinn rufen. Zaubergeist. Ja, das könnte ich tun. Mann! Ich könnte ein Luftelementar rufen. Das könnte Beutax kann es wahrscheinlich nicht, aber. Natürlich kann ich es, Und aber der tut was für ich uns? verstehe mich nicht so gut mit den Luftelementaren. Sie sind so Nun, sprunghaft. dieser sagt dann unserem Effort-Geweihten, wo wir sind. Mein Ich denke, wenn ihr nochmal Effortgeweihter nennt, könnt Dann ihr wird das Hasswolf genauso gut. böser machen. Ach, dann unser Wortgeweihter, wie auch immer, nennt ihn, wie ihr wollt. Ich denke, Svafnir ist ein Gott der Wahl. Gut, soll ich es tun oder nicht tun?
Naja, besser als das Lichtsignal, das ihr in 20 Kilometer umkreist. Nun, angesichts der Tatsache, dass ich vor der Wahl stehe, zwischen der einen oder anderen Art von Magie, sicher doch. Tut, was ihr für richtig haltet. Dann suche ich mir eine trockene Stelle, wo ich mich auf den Boden setzen kann, meine Schuhe ausziehen, meine Stiefel ausziehen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob trockene Stelle hier wirklich verfügbar ist. Es wird irgendeine trockene Stelle geben, selbst im Mangel. Kannst du auf einem Baum klettern, so einen kleinen. Selbst die Bäume sind ja nicht trocken. Ich weiß nicht, auf den Wurzeln sieht es doch ganz trocken aus. Ah, unterschätzt es mal nicht. Die haben häufiger so Schmierschichten da drauf. Finde ich eine trockene Stelle, fragen wir mal. Eine Wildnis-Lebprobe. Oh mein Gott. Ich würfel im Rosa schwer und alles. Ja, mach einfach. Ja, mit 7 Punkten soll das reichen. Gut. Zieh meine Stiefel aus, stelle mich dann auf die trockene Stelle und fange an mit dem Ritual. Das dauert etwa 5 Minuten. Und ich würfel einfach mal auf diesen Wert. Gar nicht so gut. Ja, da können wir uns jetzt nochmal die Modifikation angucken, ne? Ja. Habe ich die gerade zur Hand? Sekunde. Wir müssten diese Art von Tabellen eigentlich endlich mal nehmen und einfach ins Merkmal schmeißen, damit wir sie immer zur Hand haben. Ich habe sie mir aufgeschrieben. Warum du dir auch keine Zeit gelassen hast. Ja, stimmt. Warum hast du dir keine Zeit gelassen? Weil ich doof bin. Deswegen. Ist Zeit lassen ein zulässiger Mod für... Ja, kannst du machen. Ja, okay. Das dauert sowieso 5 Minuten, ne? Das Herbeirufen. Wir haben stundenlang Zeit. Also, Übersicht über die Modifikation der Aufrufungsprobe. Ich hab's auch schon dabei hier. Ah, okay, gut. Grundschwierigkeit plus minus 0 für kein mehr einzelne Liga. Richtige Wandlung, barfuß minus 1. Qualität Wahrnehmung habe ich nicht. Vorteil SF, ich habe minus 2 für Merkmalskenntnis, elementar Gesamt. Rechnen wir zusammen, also minus 1, minus 2 sind minus 3. Umstellen des Ortes minus 7 plus 7, keine Ahnung. Neue. Gott, neue. Ich mache minus 3. Umstellen der Zeit, Sternkunde, Proposition, komm, schenken wir gleich mal, oder? Qualität bei einem Berufsmaterial, Luft ist reichlich vorhanden, behaupte ich jetzt mal. Es ist Seeluft, wie qualitativ ist die? Die Frage ist, wie qualitativ die ist, denn ich hatte ja auch sehr schlechtes Wasser hier bekommen. Ja, du hast sehr schlechtes mit Wasser. Mit einer minus 4. Also, Seeluft ist ja frisch, oder? Qualität der verwendeten Materialien, Luft. Bergluft ist 0, Seeluft ist 0, normale Landluft ist 2, schwülwarme Luft und Dunst und Nebel. Ich meine, dann haben wir es doch schon also mit Seeluft. Schwülwarm. Seeluft. Naja, aber ja, es ist ja nicht diese stehende. Ich gebe dir eine plus 2. Das ist halt zwischen der schwülwarmen Luft plus 4 und der Seeluft. Gleich viel aus mit einer 10-fachen Menge. Minus 2 plus minus 0 sind wir jetzt bei minus 3, richtig? So. Zeitlos habe ich die gemacht, weil ich es vergessen habe. Also minus 3, dann wäre ich immer noch bei 4. Bei 7. Hast du noch die Wunde? Ich habe 30 LP, also ich durfte keinen Namen. Okay, gut, alles klar. Gut, wie gesagt. Du hättest auf Regeneration proben dürfen. Ist egal. Hab ich schon gemacht. Ist egal. War ja minus 5, deswegen kam es ein Punkt raus vorhin. Wie auch immer. Ich habe jetzt 7, haben wir gesagt. So. Kontrollprobe, Modifikation, Grundschwierigkeiten plus 1 für den elementaren Diener. Sonst hier fällt alles weg, ist alt plus minus 0. Gesinnung, Geschenke, Vorteile SF in Qualität oder Namen. Dauer der Befehlsausführung. Ich weiß nicht, das sind jetzt 40 Meilen, die er machen soll. Wie hoch ist die Geschwindigkeit in der Luft? 20, ne? Die ist 20. Von Djinn, 30. Also 30. Ich. Also kein Djinn, ist ja ein Diener. Nee, ist ein elementarer Diener. Okay. Also ich lese mal vor zum elementaren Diener der Luft. Geist der Luft. Inni, ASP, RS, Luftstoßgeschwindigkeit 15. Gar nicht so viel, okay. 3 Stunden hin und zurück muss er ja nicht. Dann ja, doch, 3 Stunden hin, 3 Stunden zurück. Dann ist es eine plus 3 Probe für die Dauer des Befehls. Gut, also wäre eine plus 2 für den Mantiner, plus 3 für die Dauer. Ich setze noch, ich habe ja 7 Punkte übrig, jetzt die 6 ZFP ein für Erleichterung um 2. Für die 3 ZFP kann ich Kontrollprobe minus 1 ersetzen. Sind wir bei, Fredach plus 5, plus 3 sind wir jetzt, richtig? Ja. Ansonsten, ich würfel mal in W20. Mein Kontrollprobewert liegt bei 15.
Ja, du kannst sehen, wie vor dir sich so eine kleine Windhose aufbaut, die direkt vom Meer auskommt. Erst dachtest du, es ist irgendwie so eine Wasserhose, aber es ist tatsächlich eine Windhose, die so ein bisschen Wasser mitbringt und dir so ein bisschen Gischt ins Gesicht spritzt, bis dann ein kleines Windhosenmännchen vor dir steht und dich anspricht. Ich bin Umam Balam, der Tosenüberbringer des Rauches. Was wünschst du von mir? Okay. Ich habe vorhin meinen Kontrollbogen gerade verkackt, aber okay. Ja. Wie Sven. Gehe zurück zum Schiff mit dem Namen. Gott, wer ist denn das scheiß Schiff nochmal? Mundselbärmer Drachentöter. Und benachrichtige den Geweihten, der so und so aussieht. Ich schreibe das maßlos seine Kleidung. Dass wir hier auf ihn warten, er soll uns abholen. Ja, Schicksalspunkt hast du nicht, ne? Für den. Doch, für die Einsatz. Ah, Schicksalspunkt. Für die aber Einsatz. Ich habe aber die Sonderfertigkeit Affinität zu Elementaren und nach Meisterentscheid hören Elementare, auch wenn ich sie nicht gerufen habe, zum Beispiel einen Rosengin oder sowas, auf meine Wünsche, wenn ich ihnen einen bitte. Okay. Das ist natürlich bei einem Luftgeist schwieriger, weil die mich nicht mögen. Ja, aber du bist nicht, ja, aber mir. Ist auch kein permanenter Rosengin, der ich, am Garten. Aber also alle aufgetauchten. Ich setze den Schicksalspunkt ein, ist egal. Wie hoch ist deine Probe? 15 plus 3 haben wir gedacht, also auf die 12. Diesmal ist gelungen. Nee, ich hab noch nichts in der Box. Ich sehe auch noch nichts. Ah, warum würfel denn? Ich hab die 6 hier gewürfelt. Muss nochmal würfeln. Weil ich hab eine 6 hier gewürfelt, kann man nicht annehmen. Ja, dann würfel nochmal neu. 20 in die Box. Du hast es nicht in die Box, also in die Chatbox bitte. Ich hab's gerade zweimal probiert, zweimal hat es nicht geklappt. Ja, nicht in die Box, einfach in die Chatbox. Einfach würfeln. Nehmen und. Ja, da, zack, den nehmen wir. 16. Okay. Wow. Ja, gut. Der Befehl ist mir zu anstrengend. Ich bin freiheitsliebend, lebensfroh, fröhlich und das ist nicht aufregend. Abel Mir, lass mich mal. Werter Geist der Luft, ich bin Boltax. Ich hätte ein kleines Geschenk für dich und ich überreiche ihm einen Edelstein seines Elements. Nun, ich weiß, dass diese Aufgabe nicht deinem Sinne entspricht. Aber du kannst schnell fliegen, du kannst das Meer überqueren und dann, wenn du diese kleine Bitte erfüllt hast, bist du frei zu tun, was du möchtest. Klingt das nicht gut? Aber Aufregung, Aufregung. Aufregend auf so einem Schiff. Weißt du, was da für Leute sind? Oh, Leute, die du noch nie gesehen hast. Aber nur, wenn ich vorher etwas Spaß mit euch haben kann. Mit Abel Mir, ja. Mit euch. Nun gut. Ja, ich willige ein. Ich versuche mal, meine Probe zu würfeln. Ja, die ist geschafft. Dann bekommt ihr alle den Einfluss einer Nihilo-Gravo-Zone. Woo! Und er fliegt los. Nihilo-Gravo, schauen wir uns mal im Liber Cantiones an. Denn das ist natürlich nichts Bösartiges, was er da jetzt tut. Es spricht einfach nur. Hier ist ein Nihilo-Gravo, weil es eine Schwerelosigkeit ist. Ja. Da steigen wir in den Weltraum. Das ist. Wie auch immer. Wir halten uns an irgendeiner Mangrove oder so fest. Ja, das solltet ihr am besten schnell machen. Ja. Mithilfe dieser Formel kann der Zauberer eine zylinderformige, nach oben unbegrenzte Zone erschaffen, in der Schwerelosigkeit herrscht. Gegenstände und Personen beginnen plötzlich zu schweben oder sich zu erheben. Das heißt, ihr dürft jetzt alle eine Fliegenprobe machen. Erschwert um Höhenangst. Abgeleitet auf Körperbeherrschung. Plus 10. Wichtige Frage. Ich bin jetzt schon zweimal geflogen im Laufe meiner Zeit. Dann hast du zum Glück fliegen. Nee, das waren zweimal. Einmal an den namenlosen Tagen und einmal, als ich Mangraves Flugelixier bekommen habe. Ja. Erleichtert mir das Ableiten zumindest ein bisschen. Hast du die Spezialisierung Fliegen gekauft? Nee, wie hätte ich? Ich hätte ja nie die plus lernen 8. Können. Plus 8. Körper war schon. Klar kannst du es lernen. Alles klar. Guck mal, Rafim und Abel, wir können auch fliegen. Ja, weil die mit Hexen zu tun haben. THW4 sogar. Ja, Mann, das macht's einfach mit seinem. THW6 ist im Scheiß. Ja, dann muss ich wohl zaubern.
Besser fliegen als singen. Besser fliegen als fallen. Also ihr fliegt ja dann auch nicht bis in die Sternenlehre, weil irgendwann hört der Nihilo Gravo halt auf, weil die Zauberdauer... Die Zauberdauer hört irgendwann auf und dann fallt ihr runter. Ja, so toll. Und 30 Meter Höhe? Ja, reicht ja. Und bist du tot? Ja, bestimmt. Ja, ich pack mir eine Mangrove, während ich da hochfliege, an der Spitze und versuche dann mit den anderen Armen Boltax, der ein bisschen davon schwebt, an dem Fuß zu packen. Ja, ich möchte mir mit Abelmir gerne zusammen Zulaminen schnappen. Genau. Du den linken Fuß, ich den rechten Fuß. Zulamin macht so Schwimmbewegungen in der Luft und ihre Haare machen so Wasserpflanzenbewegungen. Boltax, das ist nicht das, was ich mir unter Spaß haben vorstelle. Es ist lustig. Oh, oh, oh. Scheiße, wie hoch geht das denn, wenn wir uns nicht festhalten? Wie hoch fliegen wir dann? Immer höher, immer höher. Du meinst so wie Jala? Ja. Oh, verdammt. Hat ihn keiner festgehalten? Naja, ich dachte, er würde das schon hinkriegen. Ja, aber mir Zeit für deinen Stab. Stabzauber und Seil und dann würde ich um seinen linken Fuß. Ja, dann kannst du ihn auch runterziehen. Muss um die Rüstung oder so sein, muss ja unbelebt. Ja, sein linker Fuß, ich vermute, hat eine dicke Rüstung an. Um seinen Arm, Prothese. Wie auch immer. Ja. Prothese ist gut. Du kannst auch weiter Jala noch wieder runterziehen und irgendwie nach 5 Minuten, ZFP Sternkampfrunden. Ja, nach 30 Kampfrunden hört das wieder auf und ihr schlagt wieder auf der mangrovigen Strandunterfläche. Ich sag einfach mal 1W6 minus 2 für alle, die es eben nicht geschafft haben. Ja. Und Tsunami nimmt natürlich die 6. Sind aber auch nur TPA. Weißt du das? Das wird eine Weile brauchen, den ganzen Schlamm wieder aus der Waffe rauszukratzen. Naja, da hatte ich Glück. Ich war immer noch schlammig von Boltax Schlammloch. Ja. Das war ein sehr schönes Schlammloch. Ja, durchaus. Puh, immerhin sind wir nicht bis in die Sternenlehre geflogen. Ja, das ist gut. Kapok haben das irgendwie hinbekommen, oder? Ja, natürlich. Kapok hat das für Tikala gemacht. Beziehungsweise Tikala hat ja selber irgendwie... Fliegen kann er nicht, aber er hat einen Krötensprung. Also ist er sicherlich auch irgendwie mit Körperkraft... Körperbeherrschung ist er auch sicherlich gut dabei. Okay. Mein Hund auch. Also ich hoffe, der ist nicht weggeflogen. Ja, der ist beunruhigend still, seitdem er geflogen ist, weil das ist eine sehr unnatürliche, ein sehr unnatürliches Verhalten für einen Hund. Dementsprechend ist mit einem kurzen Jaulen auf die Strandoberfläche aufgeschlagen und hockt dann sehr nah bei dir und ist seitdem sehr ruhig. Oh, Groscho, das muss dir nicht unangenehm sein, als ich das erste Mal geschwebt bin. Sehr merkwürdig für mich. Aber das hast du fein gemacht. Oh, hier, ein Leckerchen. Oh, lecker, lecker, lecker. Ja, und ich würde ihn ein bisschen verwöhnen. Ja, wollt ihr die nächsten Stunden hier bleiben oder wollt ihr denen entgegengehen? Ich denke, es wäre das Sinnvollste, denen entgegenzugehen, oder? Ja, wir haben gesagt, wir sollen es hier abholen. Ist die Frage, kommen die mit einem Beiboot über den Sumpf so zu uns, an uns ran oder müssen wir den auf kurz entgegengehen? Aber mir, nein, du hast ihm nicht aufgetragen zu sagen, dass sie uns hier abholen sollen. Du hast ihm nur gesagt, dass er dem Kaplan Bescheid sagen soll, dass wir abgeholt werden wollen. Aber nicht, dass er sagen soll, dass wir hier sind. Also, ehrlich? Ich dachte, ich hätte das gehört. Hier war auch so dunkel, ja. Okay. Sonst kriegt man hier überall so auf der ganzen Insel irgendwie. Macht keinen Sinn sonst. Also ich habe extra aufgepasst, weil man weiß ja, dass viel schief gehen kann. Also ich war schon der Meinung, dass er gesagt hat, hier. Okay, gut, alles klar. Dann habe ich mich geirrt und alles. Aber wir können ihm trotzdem entgegengehen, weil ich sehe uns ja über den Fernrohr. Wenn wir am Strand ja, also wenn du das jetzt so mal anguckst, die werden dann hier starten. Und die werden dann ja so oder so, wenn der Luftgeist sagt, irgendwo beim Ilara, dann werden die euch irgendwo hier entgegenkommen. Und ob die euch jetzt hier abholen oder hier, ist ja völlig egal. Okay. Ja, das stimmt. Das heißt, wenn wir sie sehen, die uns aber nicht, können wir immer noch ein Feuerchen machen. Ja, also ihr könnt auf alle Fälle die nächsten 5 Stunden in sehr trostloser Stimmung gen Kerypso gehen, gen Norden, das ist nicht das Problem.
und könnt dann nach und nach die Segel erkennen von einem Schiff, was ihr dann auch euch selbst zuordnen könnt und seht dann eben auch, wie die Mondsilberne Drachentöter euch entgegeneilt. Fernrohre sind gezückt, sodass man euch dann auch erkennt. Ihr müsst da gar nicht groß die Arme kreisen lassen. Beiboote werden ins Wasser gelassen und 5 Stunden später steht ihr wieder an Deck. Ziemlich schlammbesudelt, ekelhaft stinkend, aber ihr wart irgendwie erfolgreich und habt den Magiergrafen von Edas bei euch. Immer noch taub und stumm und in Eisen gebunden. Ach, Wolf, guter Mann. Ja, das wohl. Das würden wir nur ohne euch tun. Ach. Tja. Wir haben einen Gast nicht, dass die dabei. Ich glaube nicht, dass die Ferdis auf einen Luftgin gehört hätten. Nun, zum Glück seid ihr klüger. Tja, weil in jeder guten Otter, zumindest aus den Oldportern, da werden auch Luftgeister beschworen, ne? Ja, das ist sehr vernünftig, sehr vernünftig. Ja. So, ich sehe, ihr seid erfolgreich gewesen. Ja, das ist unser besonderer Ehrengast. Tja, so sieht er auch aus. Dann willkommen an Bord. Irgendwie eine Kettenkugel um die Füße. Er wird mich nicht hören, Haswulf. Seine Ohren sind verstopft. Aus gutem Grund, er ist gefährlich. Ja, legt ihn in Eisen und gebt mir meine Weste wieder. Dann tun wir genau das und buxieren ihn erstmal in die Zelle unter Deck. In die Zelle? Okay. Dann kommt er in die Zelle. Die ist ja mittlerweile wieder leer. Immer nur ein paar aufsässige, wahrscheinlich Maraskaner, die aber nicht aufsässig sind, sondern immer nur spielen wollten. Und ihr könnt euch dann ziemlich entkräftet wieder in eure eigene Kapitänskajüte zurückziehen. Haswolf ist erstmal mit dabei. Kapok geht nach oben an Deck, genauso wie der kleine Sklavenjunge von Diamantis wird in die Unterbringung von Diamantis gehen. Der Bluthund, wie hat das ihn genannt? Groscho. Groscho. Groscho wird bei Gornech untergebracht und ihr seid wieder alleine. Auch die Katzen sind dieses Mal wahrscheinlich in der Kajüte von Zulam. Ich frage noch einmal hoffnungsvollerweise, der Dämon wird sich nicht zwischenzeitlich in Selbstgefallen aufgelöst haben, oder? Nein. Ich mag diese kurzen Ausflüge in die Natur. Es ist so schön beschaulich gewesen. Oh. Also müssen wir zurück, ja? Wenn wir den Dämon besiegen wollen, ja. Nun, ich denke, erst sollten wir unseren Gefangenen befragen. Und auf jeden waschen, Fall. Nicht zu vergessen. Was wollt ihr jetzt wirklich jeden einzelnen Dämon auf Aventurien vernichten? Ich meine, es ist ein gutes Abenteuer, aber... Ist es das wirklich wert? Wir können ja ihn erstmal fragen, was er da überhaupt macht und dann entscheiden, ob wir den Dämon umbringen. Außerdem hing da ja noch dieses Bild. Nun, aber mir, ihr konntet es doch in aller Länge betrachten. Hat es euch denn geholfen? Bei, nun, was auch sicher, immer genau ihr gesucht habt. Es unterscheidet sich an einigen Stellen sehr deutlich von, nun ja, von dem in Janka, in unserer Villa. Mir ist aufgefallen, der Djinn. Auf dem Bild. Ja. Ich war die meiste Zeit mit dem Herrn beschäftigt, aber mir kam das Bild aus dem Augenwinkel sehr leer vor. Waren überhaupt irgendwelche Figuren darauf zu sehen? Ja, auf die anderen habe ich nicht so geachtet, aber der Djinn hat gefehlt, ja. Konntet ihr es magisch analysieren? Oder nein, dafür hat sicher die Zeit nicht gereicht, oder? Nein, nein. Besteht denn die berechtigte Vermutung, dass eine solche Analyse etwas Neues zutage fördern könnte? Es ist ein anderes Werk. Vielleicht sehen wir hier Komponenten der Verständigung, oder? Nun. Vielleicht ist, wir wissen ja, dass in unserer Villa in Janka ein Teilleib nun ja dieses Beschwörer steckte. Vielleicht ist in diesem Bild ein anderer Teil von ihm versteckt. Und was genau bringt es uns, zu wissen, dass ein Teil dort drin ist? Denn wir wollen ihn ja wohl kaum herausholen. Aber vielleicht wollen wir ihn zerstören? Nun reicht es dann nicht, einen Teil des Beschwörers zu zerstören? Schließlich kann er sich dann nicht mehr zu einem Ganzen zusammensetzen. Nein, es reicht nicht. Wenn, müssen wir alle Teile von ihm zerstören. Dann bleibt immer ein Rest auf Tiere zurück. Also. Fragen wir es in einer anderen Richtung. Gibt es denn die berechtigte Vermutung, dass jemand anderes versucht, ihn wieder zusammenzusetzen? Nun, er selber. Ja, ich denke und auch. Und wie soll er das anstellen? Nun, vielleicht ist besagter Mann, den wir gerade in Ketten in unsere letzte Zelle gebracht haben, eine Ausformung seines Willens. Oh.
War er ihm denn ähnlich? Nein. Er stammt nicht aus seinem Stammbaum. So viel kann ich sagen. Naja, also, aber das klingt doch jetzt so, als müssten wir einfach erstmal mit dem reden. Das wäre eine gute Voraussetzung. Ja, ich denke auch. Ich schlage vor, wir ruhen uns alle erst einmal aus und waschen uns. Und dann werden wir uns morgen in aller Frühe vorknüpfen. Und dann, was denkt ihr, sollten wir vielleicht Magistra Kohlrab hinzuziehen? Sie scheint mir ein wenig unterbeschäftigt zu sein. Ich gebe zu, ich habe sie die ganze Woche über noch nicht einmal gesehen. Einmal gehört, zugegeben. Irgendwie seine Magie zu bannen, nicht dass er uns wieder verzaubert. Ja, das ist dafür, dafür ist das Eisen, ja. Wir sollten sie trotzdem als kompetenten Magier hinzuziehen. Ah, ja. Sie ist nicht so kompetent wie ich. Aber Abel kann sicherlich etwas von ihr lernen. Wer möchte die Befragung durchführen? Abelmir? Ich denke schon, dass ich da am besten für geeignet bin. Gut. Dann morgen in aller Frische. Hasswolf, wir werden nur für den Fall ein bis zwei Tage hier ankommen. Tja, wie wir meinen. Nun, dann gehe ich mich mal wieder frisch machen. Noch eine ganze Flasche Stollen Nummer 5. Möchte noch jemand? Trinken oder riechen? Riechen. Ich verzichte dankend. Raffin, du solltest dich auch vielleicht ein wenig säubern. Ja, das ist richtig. Abelmir? Ja? Ich hätte morgen vielleicht auch einige Fragen an den Mann, aber ich lasse euch gerne den Fortschritt und ergänze dann, wenn das in Ordnung ist. Ja, natürlich. Gut. Ja, sagt nur Bescheid, wenn ihr ein bisschen fäustliche Unterstützung braucht. Nun, wie ich ihn einschätze, wird er auf körperliche Qualen nicht besonders empfindlich reagieren. Wenn er ja, da spreche ich auch nicht von, aber ich bin recht ganz gut im Einschüchtern. Ich habe da so meine Methoden. Oh, und ich habe auch noch ein, zwei Ideen, wie man ihm vielleicht zu Leibe rücken könnte. Den Verhören der Basaltfaust will man sicher nicht beiwohnen. Nun, wie gesagt, auf körperliche, Drangsalierung reagiert er vermutlich eher erfreut. Nein, wir brechen seinen Geist. Stimmt, ihr sagtet etwas von Halluzinationen. Ja, in der Tat. War die Idee. Aber ist es nicht schwierig, jemanden vorzugaukeln, dass er, sagen wir mal, mit einem Freund spricht, während er in Ketten liegt? Das ist überhaupt kein Problem. Der Zauber ändert doch nicht sein Gedächtnis, oder? Ich klopfe Abelmir auf die Schulter, ich habe einige meiner besten Freunde in Ketten kennengelernt. Ändert alles. Alles entspringt dann der Fantasie desjenigen, den ich bezaubere. Nun, würde sich diese Lage selbst rechtfertigen und mich als seinen besten Freund erkennen oder denken, ich wäre ein Drache und ihr wärt ein Dämon. Und dann tut es doch. Ja, morgen. Gut, dann bis morgen. Ja. So könnt ihr die Angenehmlichkeiten eures eigenen Schiffes in Anspruch nehmen. Euch noch einmal mit sauberem Wasser reinigen, gutes Essen wieder aus der Kajüte dann von unten mit nach oben nehmen und erstmal wieder erholen nach den stressigen Tagen im Dschungel. Zweiter Boron, 1031 nach Bosporans Fall.